Ich bin das Friese, heute aus dem wunderschönen Dithmarschen. Ich bin hier bei einer Familie, bei einer Mutter, die im Moment alleine ist, weil ihr Mann im Auslandseinsatz für die Bundeswehr ist. Die hat sich den Auspuff abgerissen, oder vielmehr, der ist abgefallen. Der Auspuff ist, wie ich gerade gesehen habe, nur abgegammelt. Aber das Auto ist wichtig, weil sie 4 Kinder hat und noch eine Menge Fahrerei durch die Kinder. Und ihr Ehemann kommt leider erst in einen oder anderthalb Wochen nach Hause. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich mache einen Auspuff wieder dran. Was ich mir damit angelacht habe, das sehen wir gleich. So, da haben wir auch schon den schönen Endtopf. Wie man sieht, hier schön hinter der Klammer abgegammelt. Da war nicht mehr viel über. Und dafür basteln wir uns jetzt eine vorübergehende Stelle, damit er wenigstens noch bis zur Werkstatt hält. Leute, ich sage euch, es ist windig, es ist arschkalt. Und ich mache jetzt schon nicht mehr, aber jetzt bocken wir das Auto auf. Wenn ihr ein Auto aufbockt, draußen unebene Fläche. Nehmt was Stabiles, wie zum Beispiel solche Kfz-Unterstellböcke. Man kann sie auch für andere Sachen benutzen, aber das ist sehr unwichtig. Und nehmt euch einen anständigen Wagenheber, nicht so einen Billigmüll. Glaubt mir, es lohnt sich. So, jetzt bauen wir uns eine provisorische Auspuffschelle. Dazu haben wir ein bisschen Blech, Schrauben, Hammer, natürlich eine Flex, die darf bei Blechbearbeitung nie fehlen, und ein altes Ofenrohr. Jetzt die ersten drei Teile für meine provisorische Außenschelle gebastelt, weil ich kein anderes Material habe, außer das mit den Löchern. Und weil ich nicht so viele Schrauben benutzen möchte, habe ich ein Schweißgerät mitgebracht. So, und jetzt habe ich den Vorteil, ich habe diese schöne Masseklemme, die kann ich auch gleichzeitig zum Fixieren benutzen. Toll, ne? Ist das klasse! Wenn ihr mit Stabelektroden schweißt, einige Stabelektroden müssen vorgewärmt werden. Für die ist das kalte Wetter überhaupt nichts. Sie finden das total kacke. Und sind deswegen auch nicht unbedingt verbindungsfreudig oder zündungsfreudig. So, da ist ja schon mal was. Jetzt haben wir hier überall so schön Schnee, das ist ja geil, du. Achtung beim Abschrecken, ihr habt eine Gefügeveränderung im Material und dadurch wird es brüchig, porös und spröde.
Da ist sie nun, unsere provisorische Schelle mit Distanzstöcken. Und so wie das aussieht. Hält das auch erstmal. Oh, lustig, da kommt schon mal nichts. Und da wo soll, da kommt er auch. So, ich packe jetzt zusammen für meinen nächsten Einsatz. Hier hat es ja geklappt. Und wie schon gesagt, Fräse, kannst rechnen. Bis zum nächsten Mal.